Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Um unseren heutigen Helden zu treffen, müssen wir jetzt gleich einmal um die Ecke biegen und auch einmal um die Ecke denken. Denn Hans-Hermann Niehoff, der bringt gerade eine Gedenktafel an für die Spenderin einer Kirchenglocke hier an der Evangelischen Kirche von Bornum. Und Andreas Wecken ist Mitglied im Ortsrat. Herr Wecken, Sie haben Hans-Hermann Niehoff zum Helden vorgeschlagen. Warum? Ja, Hans-Hermann ist unser Held des Alltags, weil er über 50 Jahre sich ehrenamtlich für Bornum, für die Bornumer Bürger eingesetzt hat, in vielen Gremien mitgewirkt hat, ein sehr verbindlicher Mensch ist, der allseits hochgeachtet ist. Könnte man sagen, er ist sowas wie die Seele des Dorfes? Auf jeden Fall, kann man sagen. Dann wollen wir ihm jetzt mal Danke sagen und biegen einmal um die Ecke. Herr Niehoff, ich finde das ganz toll, dass Sie hier einen anderen Menschen ehren wollen. Wir müssen ihn aber jetzt mal in die Parade fahren, denn heute sollen Sie geehrt werden. Wir haben beschlossen, Sie zum Helden des Alltags zu ernennen, im Auftrag von Antenne Niedersachsen. Oh, das ist ja eine tolle Überraschung, sage ich mal. Aber so als Held finde ich nicht so, es ist ganz normal, dass man helfen kann. Das Ehrenamt sollte man mal hochhalten und auch bei den kleineren Leuten die Ehrenämter bekleiden und nicht nur die in der oberen Region. Ne? Ja, und deswegen haben wir Ihnen auch ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Es ist nicht ganz so wetterfest wie Ihre Gedenktafel, aber dafür wohnzimmertauglich. Können Sie über die Couch hängen und in Farbe, bitteschön. Ja. Ich bedanke mich. Andreas Wecken, der kann das jetzt noch viel besser begründen. Kommen Sie mal her, Herr Wecken. Ja. Warum Sie denn eigentlich diese Ehre bekommen? Oh. Ja, Hans-Hermann, wir möchten uns bedanken für 50 Jahre, über 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Er war 10 Jahre Brandmeister, er war 12 Jahre Bürgermeister, 18 Jahre im Kirchenvorstand. 50 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit und deine Handschrift ist an vielen Stellen hier im Orte immer sichtbar. Das ist ein Applaus wert, würde ich sagen. Herr Niehoff, was treibt Sie, sich so zu engagieren? Also ich sage mal, für den nächsten Menschen da zu sein, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Argument. So habe ich es kennengelernt und so habe ich mich auch eingebracht. Nicht einfach nur sagen, macht mal, sondern selber vorweggehen. Ich denke, der Appell kommt an und er geht raus nach ganz Niedersachsen. Engagieren, das kann man sich nicht nur in Bornum am Harz, das kann man sich überall. Und macht ihr doch auch mit bei Niedersachsens Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.